Let me talk to you, yeah. So, wir haben jetzt eine Storyline mit Sami Zayn begonnen. Gucken, wie die hier starten werden bei SmackDown in der zweiten Juniwoche. Ich habe auch hier gesehen, ich habe hier nichts umgestellt, aber ich habe gesehen, erstmal haben wir hier die Power Rankings, die ein bisschen grenzwertig sind, weil Männer und Frauen einfach in einen Topf geschmissen werden. Auch die Reihenfolge etwas seltsam wirkt. Außerdem habe ich gesehen, wir werden doch angefeuert. Wir sind scheinbar doch Babyface. Ja, so ist das dann halt. So, dann passt es ja eigentlich nicht, dass wir gegen Sami Zayn fäden, aber wir stehen direkt im Main Event. Main Event, LA Knight, yeah. So, Santos Escobar besiegt Drew McIntyre. Ist die Story mit Lesnar endlich vorbei? Lesnar und Monster, was ist das denn für ein Tag Team? Besiegen Los Lotharios, Masvar und Brock Lesnar. Ich bitte euch. Was machen die mit Brock hier? Xia Li besiegt Aaliyah, Kofi Kingston besiegt Butch. Die Usos besiegen Jinder und Shanky. Charlotte besiegt Lacey. Gunther besiegt Karrion Kross. Roman Reigns in einem Four-Way besiegt Sheamus, Big E und Shinsuke Nakamura. Und wir wresteln jetzt in einem Rivalitätsmatch gegen Sami Zayn. Ich kann mit dem rechten Stick Rivalitätsaktionen starten. Die Respektlosigkeit zurückgeben. Also ich hatte das schon einmal in dem Universe-Mod, da kam diese Aktion quasi von selber. Jetzt kann ich die selber auswählen oder was? Ich lasse das Match erstmal einfach so, wie es ist. Ah, nee, das meine ich. Das hatte ich schon mal. Angefochtene Aktion, 50%. Wird das irgendwie ausgewürfelt, was passiert? Oder wie? Die Respektlosigkeit zurückgeben, 50%. Was heißt das jetzt genau? Jetzt kommt wahrscheinlich irgendeine Sequenz. Oh, look at him, maybe shake hands to start this match. Good sportsmanship here. Yeah, I like to see mit Untertiteln. Oh, eine Ohrfeige. Bin ich jetzt doch hier? LA Knight ist vielleicht irgendwie zwischen den Stühlen. So, was kam jetzt? Oh, direkt eine Clothesline von Sami. War jetzt auch nur eine Ohrfeige. Also nicht so schlimm, wir sind hier unter Männern. So. Ah, Knockout Shot hier. Das könnte es doch vielleicht schon sein. Nein, oder auch nicht. Also, wir haben das letzte Match bei Hell in a Cell gegen Sheamus gewonnen. Vielleicht sollte ich jetzt offiziell einstellen, dass wir Heel sind, oder soll ich das vom Spiel machen lassen? Back Body Drop. Weil Babyface gegen Babyface macht ja eigentlich keinen Sinn, vor allem wenn wir uns so benehmen. Aber ich denke, dass Sami the Dummy. Yeah. 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 So. Und jetzt ein Camel Clutch. Ask him. Ah. Das ging nicht allzu lang. Ah. Sami ungefähr. Oh. Ungefähr ähnlich stark wie LA Knight vom Ranking her. Ich roll einfach mal raus und. Oh, Dive! Aber der Dive ging daneben! Und er fliegt mit dem Kopf gegen die Absperrung. Und ich hau ihn jetzt gegen den Ringpfosten. Was für ein Main Event hier. Ah. Wunderbar, dass wir jetzt endlich da sind, wo wir hingehören, nämlich im Main Event. Ja. Whose game is it? LA Knight's game. Ja. So. Sami kommt wieder rein. Corey Graves wird schon feucht und das könnte es sein. Hat immerhin ein 2-Count. Ja, wenn der Gegner nicht Gunther heißt, dann klappt es ja eigentlich ganz gut. Aber wir sollten Schmuli hier auch nicht unterschätzen. Ah, gut gekontert. Das ist ein Power Slam. Aber Sami poppt direkt wieder hoch. Dann kommen wir doch jetzt mal. Ah, ich wollte zum Superplex übergehen. DDT. Von Zayn. Aber noch nicht mal ein One-Count hier. Ist ja lächerlich. Und ein. Oh. Und
Konter. Und jetzt der Burning Hammer Number 2. Die Nummer 2 ist im Wrestling. Seit Mr. Wrestling Number 2 noch immer beliebt. So, und jetzt. Ah, Sammy kontert. Ouch. Ja, wer turnt jetzt hier wirklich hier? Sammy zeigt ja auch eine gewisse Härte, die man von ihm vielleicht so gar nicht kennt. Habe ich ihn zu sehr provoziert? Nochmal der DDT. Und jetzt der Dive geht schon wieder daneben. Und ich zeige. Ah, ich wollte den BFT zeigen, was Sammy kontert. Konter after. Von Mische schon nicht sparen. Counter after counter hier. Warum wir hier miteinander. Oh, jetzt der Side Russian Leg Sweep. Ja, die Storyline beginnt mit einer einfachen Ohrfeige. Aber gerade daraus können sich ja dann die härtesten Rivalitäten entwickeln. Nochmal in den Pfosten. Das könnte jetzt der Countout-Sieg werden. Jetzt aufpassen, weil Sammy hat einen Finisher. Countout-Sieg wäre natürlich auch noch keine klare Entscheidung. Und ich glaube, er kommt rechtzeitig wieder hoch. Und kommt dann doch pünktlich wieder in den Ring. Und er will jetzt den Halluva-Kick zeigen und zeigt ihn auch. Und ich fürchte, da gehen bei mir die Lichter aus. Könnte ich vielleicht einen Rope-Break schaffen? Oh nein, ich komme raus. Komme raus. Bei zwei. Ganz knapp. Ganz knapp. Jetzt Blue Thunderbomb hinterher. Das war's leider. Sami Zayn besiegt uns. Das war dann am Ende zu viel des Guten. Ja, vielleicht geht die Storyline jetzt noch weiter. Oder endet die Show jetzt erstmal. Ja. Respektlosen Ohrfeige. So, jetzt kriegen wir hier auch. Jetzt kriegen wir hier auch Persönlichkeitszüge, die verändert werden. Das fand ich aber im Vorgänger schon scheiße, dass man jetzt nicht genau. Da müsste jetzt irgendwie stehen plus 5 oder minus 3 oder ich weiß ja jetzt nicht genau. Ich weiß ja jetzt ja nicht genau, wie es vorher war. So, er wird jetzt zumindest bei uns als Feind auch angezeigt, neben Mansoor, der neue Partner von Brock Lesnar. Sollen wir uns vielleicht nicht mit anlegen? Wir sind mutig und loyal, aber wir sind egoistisch, respektlos, verzweifelt und aggressiv. Inwiefern sich jetzt die Persönlichkeitszüge geändert haben, vielleicht haben sie sich auch gar nicht geändert, aber das fand ich, wie gesagt, das ist nicht so ganz übersichtlich. Das Match bekommt 3 Sterne. Das war ein guter TV-Main-Event, würde ich mal meinen. Und ich hoffe, dass sie jetzt nicht einfach jede Woche Tag-Team-Matches bucken. Aber wir steigen in der Wertung. Wir haben jetzt anstatt 81, 82. Und Sammy hat 86. Hätte ja gar nicht gedacht, dass man da so quasi hochleveln kann. Ja, und wie es beim nächsten Mal weitergeht, bei SmackDown in der dritten Woche des Juni, wird man beim nächsten Mal sehen. Ich sage tschüss, bis dann.